Liebe AIDA-Freunde, ich begrüße euch herzlich zu unserem Magazin, heute mit drei wunderbaren Geschichten. Erstens lernt ihr einen Kollegen kennen, ein großartiger Kollege, Freddy. Zweitens, wir gehen in den Oman auf eine Jeep-Safari. Das wird ganz, ganz spannend werden. Und drittens, der Kapitän bekommt seltenen Besuch. Immer wenn euch an Bord einer von meinen Kollegen auffällt, der so einen richtig tollen Job macht, dann solltet ihr das sagen. Er bekommt dann als Belohnung den Smiling Star Award. Und genau deshalb stelle ich euch jetzt Freddy vor. Wirklich ein grandioser Kollege. Ich wünsche euch viel Spaß. Und das ist Freddy Manauis von den Philippinen. Einen großen Applaus. Fanclub sogar da. Freddy hat schon ein paar von den Gästen entdeckt, die ihn vorgeschlagen haben. Thank you very much, Hannah, Emily and Jasmine. And to all passengers, thank you very much. I hope we see each other again next month. Thank you. Und genau das meine ich, wenn ich sage, ich bin nicht der Wichtigste. Jeder Einzelne ist bedeutend und Freddy hat gezeigt, was für Emotionen er wecken kann. Und dafür bin ich ganz besonders dankbar, dass wir solch tolle Besatzungsmitglieder haben. Das Foto ist besonders wichtig. Das hängen wir im Crewbereich auf Deck 3 aus. Und nicht nur, dass der Mitarbeiter hier auf der Bühne diesen ganzen Applaus bekommt, sondern auch die Besatzung weiß es sehr wertzuschätzen, Smiling Star zu werden. Dürfte ich mir mal kurz Ihr Mikrofon ausleihen, Herr Kuchlin? Oder so, kommen Sie wieder hoch. Das ist einfach. Okay, danke. Ich versuch's. Okay. But I think it's better to say to Freddy, because you make our day really perfect. You are so a beautiful person in the restaurant. And if we see you and of course, our children, the whole day they're asking for Freddy. When we see Freddy, is Freddy there? And yeah, you just make our day perfect. Thank you very much for a really good journey and thank you very much for all. Vielen, vielen Dank. Oh. Ja. Papa darf auch, kommst du auch mit. Jetzt hoch. Aber alle. Besondere Momente, würde ich sagen. Mm-hmm. Thank you so much, Freddy. That was most emotional primetime I've ever seen, just because you have been the smiling star. That's great. Einen großen Applaus für Freddy. Ja, liebe Gäste, das erste Mal, er hat sogar ein bisschen Tränen in den Augen. Das erste Mal, als ich ihn so sehe. Das ist total süß. Ja, liebe Gäste, hier unser Kapitän Dennis Kors. Das war toll, oder? Wir alle hatten ein bisschen feuchte Augen, als wir das gesehen haben. So, jetzt kommen wir zu unserem Ausflug. Es geht in den Oman. Und wir haben eine wunderbare Begleitung gefunden, die mit einer Jeep-Safari alles entdeckt, was man da entdecken kann. Tolle Landschaften, Tiere in Freiheit, wunderbarer Film. Ja, herzlich willkommen zu unserer Jeep-Tour. Wir fahren heute in den Grand Canyon von Lofar. Wir werden einen alten Hafen ansehen, aus dem früher Weihrauch gehandelt worden ist und machen über Mittag noch ein wunderschönes Picknick in einer kleinen Oase. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und bin ganz gespannt, was wir alles erleben werden. Von hier aus diesem ehemals natürlichen Hafen wurde der Weihrauch früher gehandelt. Denn hier in der Region von Dauphin, da wird er ja angebaut. Dieser Hafen, der ist inzwischen gar kein natürlicher Hafen mehr. Man kann ganz schön sehen, inzwischen ist es eine Lagune. Und insofern ist das, was hier vor uns ist, gar kein Salzwasser mehr, sondern heute Süßwasser. Denn in der Regenzeit sammelt sich das ganze Süßwasser in den Bergen durch den Regen und kommt dann hier runter und speist über Wasserfälle diese Lagune.
Aber weil hier eben das Süßwasser ist, kann man an dieser Lagune auch sehr häufig Viehherden und Dromedargruppen sehen, die hier zum Trinken hinkommen. Wir haben heute das Glück, dass auch wieder ganz viele Tiere da sind. Und manchmal sieht man auch, und heute auch, Flamingos hier unten im Wasser. Nach einem ganz, ganz leckeren Picknick ist der Bauch voll und wir haben immer noch ein bisschen Zeit, uns umzugucken. Und was macht man am besten? Einen Verdauungsspaziergang durch den Wald. Und wir laufen hier gerade durch einen ganz ungewöhnlichen Wald, nämlich einen Tamarindwald. Wasser. Wasser ist das höchste Gut in der Wüste. Natürlich, denn nur da, wo Wasser ist, können natürlich letztlich auch Menschen und Menschen mit ihren Viehherden leben. Und hier in Dhofar, in dieser Region vom Oman, da gibt es eben das ganze Jahr über Wasser. Wenn man sich hier ein bisschen Zeit nimmt am Flussufer und mal ganz leise ist und gut hinguckt, dann sieht man ganz viele Libellen, man sieht den ein oder anderen Kranich und man hört ganz, ganz viele Vögel zwitschern. Langer, schöner Ausflugstag rund um Salalah in Dhofar geht dem Ende zu. Ich habe selten so viele Dromedare an einem Tag gesehen. Und ein bisschen anstrengend war es auch. Und insofern freue ich mich jetzt auf 4 ruhige, entspannte Seetage. Und jetzt habe ich für euch was ganz Besonderes. Kapitän Mai hatte so viele Fragen von Kindern bekommen zur Seefahrt und zur Nautik und alles, was dazugehört, dass er sich gesagt hat, komm, jetzt nehme ich die kleine Gruppe Kinder mit und zeig ihnen mal die Brücke. Und was da passiert ist, das seht ihr jetzt. Wir gehen jetzt auf Deck 11 und entern die Brücke. Yay! Wo seid ihr jetzt? Auf der Brücke. Genau. Unter dir die Wellen, guckt mal raus. Und von welcher Seite kommt denn jetzt die Wellen? Von der. Von vorne. Nee, richtig. Hast du gut gesehen. Von Steuerbord. Was ist das da drüben? Wie heißt das? Steuerbord. Ja. Und wie heißt das da? Backbord. Das. So, das Glas, das brauche ich, damit ich, wenn ich hier anlege, so, dann arbeite ich mit den Hebeln. Das sind die Maschinen, das ist wie Kaufmannsladen, sieht das aus von der Größe. Ja? So, und da muss ich dann gucken, ob das Schiff schön da an die Pier rankommt. Ja? Und da muss ich hier so drüber gucken, kann ich das hier gut sehen. Deshalb ist das Fenster da, damit ich nicht immer so dastehen muss. Wir durften auf der Brücke einfach auch mal lenken. Mir hat es gefallen, auf die Brücke zu gehen. Und wenn auch ihr mal mit Kapitän Mai oder einer unserer Kapitäne auf große Fahrt gehen wollt, dann geht auf www.aida.de oder in euer Reisebüro. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Verlockung der Woche. Bitteschön. Wir starten in Hamburg und fahren als erstes nach Southampton und A Coruña. Nach einer eindrucksvollen Fahrt über den Tejo erreichen wir Lissabon, die Hauptstadt Portugals. Und wir erreichen das Ziel unserer Reise, Teneriffa. Und zum Schluss wie immer die schönsten Bilder von unseren Schiffen mit viel Liebe von den Kollegen ausgesucht und mit wunderbarer Musik hinterlegt. Bis zur nächsten Woche, alles Liebe. Tschüss. Time will fade out tonight, straight down the line. Here we go. They say.
way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries. And they scream, the worst things in life, they come free to us. All under the upper hand, go mad for a couple grams. We don't wanna go outside.